So, willkommen Leute, wieder zu einer Map-Vorstellung, wieder eine Map, die ich gebaut habe. Ich glaube, ich nenne sie Sphere-Fight, also sozusagen Kampf zwischen zwei Atmosphären, so zwei Kugeln. Und das wird sagen, sag ich mal, Team Obsidian gegen Team Glas. Ich fange jetzt einfach mal mit Team Glas an, das da viel einfacher zu handhaben ist. Dafür nehme ich mir auch ein Glas, damit ich die Map mal ein bisschen besser zeigen kann. Und zwar in der Kiste für Team Glas findet man erstmal ein Buch Vor- und Nachteile. Hier, schauen wir mal rein. Die Vorteile von Glas sind gut expandierbar, das heißt, man kann es gut erweitern. Und man hat einen Rückschuss 2 Bogen. Die Nachteile ist halt, dass die Basis schlechter geschützt ist. Diese Map baut sich auf in ein Bettzerstörungsmap. Das heißt, jeder muss in einem Bett schlafen und das Ziel des Gegners ist, das Bett zu zerstören. Sagen, hier beginnt man, hier geht man schlafen. Hier geht man schon oben das Dynamit, was man mal gerade zeigen kann. Das ist immer bei jeder Base da hinten auch mit Redstone verbunden. Dazu kommt man aber gleich. So, geht man hier rein, schläft hier, setzt seinen Spawn Point und springt runter. Das überlebt man auch im Survival, ist alles getestet. Dieser Knopf, der Gegner muss in die andere Base sozusagen rein den Knopf drücken, der aktiviert oben das TNT und zerstört dadurch die Betten. So, dann kommt man rein und kann dann sozusagen direkt hier durchlaufen. Da ist man dann hier und hier hat man schon mal sein Starter-Equip. Sozusagen den Rückschuss 2 Bogen, Kies, Fackeln, Hühner, Erde, 24 Diamanterze reicht halt für eine Rüstung, seit man improvisiert gut. Ein Zaubertisch, Eichensetzlinge, Knochenmehl und eine Glashacke. Und zwar mit Behutsamkeit und Effizienz. Das heißt, man kann damit auch das Glas abbauen, damit auch das gut expandierbar halt ist. Also gut erweiterbar. So, dann gehen wir mal hier hoch. Hier haben wir einen Amboss drin mit einem Glück 3 Buch, 30 Erfahrungsflaschen und eine Eisenspitzhacke. Das gleiche befindet sich auch noch auf der anderen Seite, da kann man natürlich gerade auch noch mal schnell hin. Dafür werde ich mal kurz hier raus. Da kann ich direkt den Mittelweg benutzen. Und zwar, ich habe hier schon mal Starterplattformen gebaut, wo jeder, sag ich mal, sich schon mal rausbauen kann. Deswegen ist hier drin auch dieser Glasklotz hier, der auch genauso da drin ein Obsidianklotz ist. Da kann man direkt mal gut abbauen und sich direkt weiterbauen. So. Und hier ist halt, sag ich mal, ja, wie das Fies bei den Hunger Games, sag ich mal. In der Mitte ist hier eine Kiste, in der bestimmte Sachen drin sind. Hier hat man wieder 60 Erfahrungsfläschchen, zwei Enderperlen, ein Pferd mit Heuballen, falls es ein junges Pferd ist, ein Wassereimer, was weiß ich, wofür man den braucht, diese Rüstung halt für das Pferd und ein Sattel. Dann gehen wir hier mal auf diese Obsidian-Seite. Hier auch wieder die gleichen Plattformen, alles symmetrisch und gleich groß. Gehen wir hier mal rein. So, hier, wenn man hier kommt man wieder raus, wie bei dieser Glasmap. Hier ist auch genau wieder so ein Schalter, also das ist identisch aufgebaut. Gehen wir mal hier runter. Und hier hat man halt auch wieder genau die gleichen Sachen, nur dass hier halt keine Behutsamkeit, sondern Effizienz noch drauf ist. Und hier oben ist halt auch wieder die Kiste drin. Nur halt ohne das Glück 3 Buch. Nee. Doch da ist auch ein Glück 3 Buch, das mache ich gleich noch rein. Damit man halt auch Sachen mit Glück abbauen kann. Und man weiß ja nie, wofür man so einen ganzen Kram braucht. Ja, ich werde nochmal gerade nach oben gehen. So. Hier sind sozusagen der eine Turm. Hier gibt es immer zwei Türme auf jeder Seite. Der eine ist halt für die Redstone schalten, dass die jetzt nach oben geht. Und der andere ist halt dieser Fallturm, sage ich jetzt mal. Und ich weiß nicht, ob ich das eben schon gezeigt habe. Gehe ich nochmal, deswegen gerade nochmal schnell hin. Hier in den Kisten, hier sind dann immer die Minecarts, damit man auch darüber fahren kann, weil sonst kommen wir da unten nachher nicht durch. Und was verboten ist auf der Map, ist halt, hier oben die Map zu zerstören, und jeder sollte auch noch wirklich auf seine Seite gehen. Also Team Obsidian gegen Team Obsidian. Und die Map ist halt maximal für 2 gegen 2 Spieler ausgelegt, weil ich das einfach viel passender finde. Ich kann natürlich jetzt auch nochmal das Team Obsidian Buch rausholen. Da steht dann drin, Vorteil halt, die Base ist besser geschützt, weil sozusagen das Team Obsidian baut sich ja sozusagen die Base zurecht. Die kann das dann halt auch so bauen, dass der Gegner da schlechter durchkommt, während Glas kann sich der Gegner einfach durchhauen. Hat im Rückschuss 2 Steinschwert. Nachteile: die Base hat halt durch das Obsidian beschränkte Expandierungsmöglichkeiten, weil es halt langsamer abzubauen ist. So, was ich hierzu noch sagen möchte: Download-Link natürlich in der Beschreibung, wie immer. Wie sage ich das jetzt? Ich fange erstmal damit an. So, es kam jetzt in den letzten Tagen kein Video auch mehr raus. Da ich erstens nicht so Lust habe, vor allem bei dem Wetter, boah, hier ist es ja gerade heiß wie verrückt, da habe ich einfach keine Lust aufzunehmen. Zudem meine Aufnahmekollegen, mit denen ich ab und zu mal aufnehme, gerade eh im Urlaub sind. Ich habe jetzt nämlich auch Ferien.
Und zudem habe ich die letzten 2 Tage auch an der Map gebaut. Also wirklich die ganze Zeit, weil ich am PC war, weil ich echt viel Langeweile habe. Und ja, falls ihr vorhabt, diese Map zu let's playen, falls ihr so Let's Player seid oder gerade anfangt, dann könnt ihr das gern als Videoantwort hier drunter posten. Das würde mich mal interessieren, wie ihr die Map dann so spielt. Und ich sage dann, vielen Dank für Anschauen dieses Videos und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Ciao.